Hallo, ich bin's wieder, der Bernd von Saxbrick. Ihr seid hier auf dem Saxophon-Channel auf YouTube und ich wollte euch heute zwei Griffe zeigen. Ne, ich wollte euch einen Griff zeigen für das hohe G, das Flageolet G. Und zwar zeige ich euch den Griff für das Tenorsaxophon und dann auch noch für das Altsaxophon. Die sind nämlich verschieden. Das sind verschiedene Griffe. Wenn ihr den Griff könnt, heißt das aber noch lange nicht, dass ihr auch den Ton rausbekommt. Das ist nicht so leicht bei Flageolets. Es gibt verschiedene Übungen, die ihr machen könnt und so als Vorübung, um ein bisschen dahinter zu kommen, wie der Ton leichter rauskommt. Eine sehr gute Übung ist, ihr nehmt einfach mal das Mundstück ab und spielt auf dem Mundstück. Also ihr nehmt euch den Ton, das G, was ihr spielen wollt, das weiß ich jetzt nicht, kann ich gleich mal ausprobieren, und spielt den einfach mal auf dem Mundstück. Ich mache das mal. Moment, ich müsste das erstmal wieder hier dran bekommen. So. Ich spiele den erstmal hier auf dem Saxophon. Den merke ich mir. Jetzt nehme ich das Mundstück ab. Und versuche eben genau diesen Flageolet-Ton, dieses G, nur auf dem Mundstück zu spielen. Das ist eine ganz gute Übung. So, okay. Jetzt zeige ich euch den Griff. Beim Tenorsaxophon ist es so, es gibt einen Hilfsgriff oder einen Flageolet-Griff fürs hohe Fis. Das nutzt man eigentlich immer, wenn man kein hohes Fis hat, also eine hohe Fisklappe, die fehlt mir zum Beispiel. Bei alten Saxophonen ist das so. Ich spiele zum Beispiel das Fis immer auf diese Weise. Und bei neueren Saxophonen, dann könnt ihr natürlich die hohe Fisklappe benutzen. Ihr könnt aber auch den ich euch gleich zeige, nehmen. Also, wie geht der? Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video, habe ich euch das schon mal gezeigt. Ich mache es jetzt nochmal. Ihr habt hier ein A und ihr schiebt einfach den Zeigefinger ein Stück höher auf das Flageolet F. So, das ist die obere Hand. Die untere Hand, die macht Folgendes. Ihr habt hier die drei Seitenklappen und ihr braucht den untersten, also das B, und den Zeigefinger für das F. Das müsst ihr zusammen alles greifen. Also oben das, unten das. Und wenn ihr dann gut seid und blast rein, dann kommt ein Fis raus. Kriegt ihr bestimmt hin. Und jetzt müsst ihr einfach nur, wenn das Fis da ist, einfach nur hier den Zeigefinger nach oben nehmen. Müsst ihr auch den Mittelfinger hochnehmen. Also unten den Zeigefinger und oben den Mittelfinger. Beim Altsaxophon ist es anders. Da greift ihr greift oben alles zu, unten alles zu. Ist eigentlich wie ein D, ne? Die Oktavklappe noch dazu. Und dann nehmt ihr jeweils oben und unten bei der Hand den Mittelfinger hoch. So. Also das ist nennt man auch einen Gabelgriff, hier vorne und hier vorne. Und genau, mit diesem Griff könnt ihr auch ein hohes G spielen. Ja, das ist ein G. Das könnt ihr auch jetzt so machen, nur mit dem Mundstück. Nehmt das Mundstück. Bei diesen Flageolet-Griffen, da passiert die Hälfte oder nee, noch mehr, vielleicht 70-80% passiert tatsächlich mit dem Mund und weniger mit dem Griff. Also es geht darum, wie ihr den Mund formt und auch die Tonvorstellung, die ihr habt. Also ihr müsst den Ton natürlich wissen, ihr müsst den hören im Kopf, damit ihr den hier mit dem Mund formen könnt. Wenn ihr das nicht hinkriegt am Anfang, dann kommt der auch nicht raus. Also ein bisschen kompliziert. Also Griff oben so. Griff unten so, Gabelgriff, die Mittelfinger hoch und dann kommt ein G raus. Wenn ihr euch dafür interessiert, High Notes zu spielen, dann gibt es in dem Kurs SaxFX auf saxvideotraining.com gibt es auch demnächst
ein Abschnitt, das wird gerade gemacht, nur für die High Notes. Und da gibt es auch ganz viele Übungen dazu, wie man die leichter bekommen kann. Also was man machen muss, damit man leichter High Notes spielen kann, damit man ein bisschen reinkommt in das Thema. Der Griff alleine, der nützt einem oft nicht viel. Oder man bekommt den Ton vielleicht raus mit diesem Griff, der klingt aber nicht gut. Der klingt so ein bisschen dünn oder ja, klingt irgendwie oder intoniert falsch, ist zu hoch oder zu tief oder sowas. Ne? Gut, jetzt habt ihr wieder was zu üben. Probiert mal die zwei Griffe, vielleicht bekommt ihr es hin. Wenn nicht, immer mal wieder machen, irgendwann klappt's. Das ist am Anfang nicht so leicht und man darf das nicht erzwingen. Man muss das, irgendwann klappt es. Ja, genau. Nur Mut. Toi, toi, toi. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich eine positive Bewertung freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, genau, dieses Video ist auch jetzt diesmal mit englischem Untertitel. Das hat sich jemand gewünscht, dass er das auch ein bisschen besser versteht, was ich da auf Deutsch immer von mir gebe. Und vielleicht gibt es irgendwann auch mal ein Video auf Englisch, wenn ich ein bisschen flüssiger Englisch sprechen kann. Das kann ich noch nicht. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, viel Spaß beim Üben und bis bald. Ciao.